Während vor den 2000ern Diddleblätter sammeln und nervige Furbies im Trend waren, kam mit der magischen Jahrtausendwende das Paradies für Kinder. Ach ja, die 2000er. Eine Zeit, in der die einzige Verpflichtung es war, bevor es dunkel wird, nach Hause zu kommen. Und die mit Liebe zubereiteten Dino-Nuggets, gefolgt von einer deiner Lieblingssendungen, bereits schon auf dich warteten. Ständig kam irgendwas Neues auf den Markt, das die Welt eines Kindes einfach mal komplett veränderte. Womit sich diese Zeit wohl am besten zeigen lässt, wäre der klassische Schulhof. Ein Ort, an dem sich alle Hypes der damaligen Zeit an einer Stelle angesammelt haben und gefühlt wöchentlich ein neues Produkt den Schulhof betrat. Von Spielzeug über Technik wurde einem der Spaß zu dieser Zeit wortwörtlich ins Gesicht gedrückt. Jeden Tag während des Unterrichts wartete man sehnsüchtig auf den Beginn der großen Pause. Der Gong läutet, man zückte sein neuestes Spielzeug aus dem Rucksack und rannte wie Usain Bolt zum Treffpunkt, der entweder irgendein random Pfosten auf dem Schulhof war oder der Treffpunkt schlechthin die heilige Tischtennisplatte. Ein Ort, an dem gefühlt alles gemacht wurde, außer Tischtennis zu spielen. Und durch die perfekte, gerade Fläche einfach alles möglich wurde. Da sind wir nun. 20 Minuten Zeit, um alles zu tun, was man jemals machen wollte. Hä? Ja, Sammelkarten an sich gehören wohl zu den Spitzenreitern der Hypes von damals. Jeder Anime, jedes Franchise bekam sein eigenes Sammelkartenspiel. Jeder hat wahrscheinlich seinen Pokémon-Kartenstapel befestigt mit einem Gummiband in den Schulranzen geschmissen und mit in die Schule genommen, um dann mit seinen Freunden zu tauschen. Alter, verpiss dich mit deiner Trainerkarte. Sammeln und tauschen war aber auch die einzige Möglichkeit, da niemand wirklich wusste, wie man mit den Karten überhaupt richtig spielen sollte. Entweder man spielte nach seinen eigenen Regeln, indem man einfach die Karte mit der höheren Punktzahl gewann, oder man bog sein Glurak in der Mitte und klatschte mit seinem Widersacher um die Karten. Ein grausames Spiel, in dem man mit seiner Handfläche so stark auf den Untergrund hauen musste, sodass man Luft bändigt und die Karte sich umdreht. Ein Spiel, in dem nicht nur die Handflächen, sondern auch mindestens ein Kind, nachdem der Sieger die Karten des Verlierers abgezogen hat, anfing zu heulen. Hey, hey du, hey ja du. Ich hab gehört, das ist Pokémon-Karten. Und es gab natürlich auch wie in jeder guten Gesellschaft einen Schwarzmarkt, in der das Kind, das mal wieder einen Urlaub in der Türkei gemacht hat, plötzlich die besten Karten hatte. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Von dem Sammelkartenfieber und dem Schwarzmarkt war aber nicht nur Pokémon betroffen. Es gab die an das Herz der Karten glaubenden Yu-Gi-Oh! Kinder, die dann auch wirklich das Kartenspiel spielten. Und natürlich die fußballverliebten Match-Attacks-Kinder. Ich hab Messi gezogen! Oh yeah! Das Kartentauschgeschäft wurde langsam aber sicher immer weniger auf den Schulhöfen. Und die Kinder suchten sich etwas Neues, um in Massen das Geld ihrer Eltern auszugeben. Etwas Neues, Aufregendes und Drehendes? Beyblade, Beyblade, let it rip! Yeah, Beyblades! Diese kleinen Kampfkreise waren einfach der heiße Scheiß. Jedes Kind schaute den Anime und schon bald hatte jeder sein eigenes Beyblade. Jedoch war es gar nicht so leicht, an diese Dinge heranzukommen, da Beyblades eigentlich immer und überall ausverkauft waren. Hatte man aber nun irgendwie sein Beyblade bekommen, kam die große Pause und man war bereit, mit seinem Bey in den Ring zu steigen. Das einzige Problem, es gab einfach keinen Ring. Ja, irgendwie hatte immer jeder Beyblades, aber niemand die Arena. Also wurde man wie immer kreativ. Man nahm Teller, Eimer, Schüsseln, alles, aber alles hatte auch nicht wirklich funktioniert. Also hat man die Beyblades auf der Tischtennisplatte einfach nur so gedreht, was natürlich zu absolut krassen und aufregenden Battles geführt hat. Lasst uns den Kampf. Eine wahrlich schöne Zeit, die aber nicht ganz ohne ihre Gefahren existieren kann. Der kleine Flex macht sich auf in die Schule mit seinem neuen Bey Cyber Pegasus. Nach vielen großen Pausen voller Spaß und Triumph konnte er sein Bey und mittlerweile auch seinen besten Freund nicht mehr wiederfinden. War es Diebstahl oder doch eher Selbstmord? Bis heute bleibt dieser Fall ungeklärt. Ja, mein Bey wurde wahrscheinlich einfach gerippt. Steht ihr? Gerippt. Ich vermisse die Pegasus. So, weg vom Beyblade und weiter zum nächsten Banger. Weihnachten irgendwann im Jahre 2000 irgendwas. Unter dem Weihnachtsbaum liegt etwas, was dein komplettes Leben für die nächsten Jahre komplett auf den Kopf stellen wird. Du reißt das Geschenkpapier auf und da ist er. Der Nintendo DS. Der DS war wohl das einzige Ding, was ein Kind zu dieser Zeit wirklich braucht, um glücklich zu werden. Jeder hatte bestimmt mal eine Klassenfahrt mit einer längeren Busfahrt, in der einfach jeder seinen DS dabei hatte. Man wartete eigentlich nur, bis jemand fragte, hey, hat wer Mario Kart? Und dann war deine Zeit gekommen. Klar, ich habe alles. Nur eine Person musste Mario Kart besitzen und der ganze Bus konnte durch Download Play Spaß haben. Und so wurde die Busfahrt zum eigentlichen Highlight der Klassenfahrt. Du Hure! War dann der Shooter beendet, so konnte man sich auf seine Lieblingsserien freuen. Seines Animes auf RTL 2 wie Naruto, Pokémon, Digimon, Dragon Ball oder Cartoons wie Avatar und SpongeBob, die bis heute einfach das Beste sind, was ich je erblicken durfte. Jeder hatte bestimmt schon mal den Naruto-Run gemacht, irgendwas aus SpongeBob zitiert oder davon geträumt, den Spaghetti-Taco aus iCarly zu probieren. Man blickt meist nur noch mit Nostalgie und einem Gefühl von Traurigkeit zurück. Aber hey, man kann froh sein, dass man diese Zeit zumindest miterlebt hat. Man wird älter, das Leben ist nicht mehr so sorglos und man muss erstmal seinen Alltag auf die Reihe kriegen. Aber ich hoffe, durch dieses Video konnte ich die alte Zeit ein wenig zurückbringen. Wenn ihr noch mehr solche Zeit reisen wollt, dann schaut doch einfach meine anderen Videos an. Vielen Dank an alle, die mich unterstützen und tschüss.